Lukas, Ja. kannst du mir mal sagen, was machst du eigentlich mit deinem Leben? Was hast du eigentlich so geplant? Was ist so, sind die nächsten Schritte deines Lebens, deine nächsten Lebensschritte, nächste Ausbildung, Beruf, Familie? Was hast du so geplant? Erzähl mal. Eigentlich, du hier ist Oh, gerade warte, echt, jetzt, du Lukas, hier ist übelst laut, ich verstehe dich oh, leider nicht. was machst du mit deinem, Lukas, Sorry, ich was? weiß, Hallo, nein, hallo. tschüss, ich leg auf, okay? Da will man einmal ein Gespräch führen von Erwachsenen zu Erwachsenen und dann einfach ein Tunnel aus dem Nichts. Wie so ein unangenehmer Onkel, den man nur einmal im Jahr auf der Familienfeier sieht und einfach, und bist du schon mit dem Studium fertig? Na, wie läuft's? Was hast du denn nachgeplant? Ja, nee, super. Alles Danke. gut. Ja, toll, ich freue mich, dich auch zu sehen. Aber von Familien zum Podcast, herzlich Ja. willkommen. Ihr seid uns nicht so unangenehm wie ein komischer Onkel bei der Familienfeier. Euch sehen wir und hören und sehen wir gerne. Oder ihr hört uns und seht uns gerne zu. Denn wir sind das Filmmagazin. Ich bin einmal ich, der Martin. Und ich bin der Lukas. Genau. Und wir sprechen einmal in der Woche über Film und Fernsehen. Gerne aktuell, ab und zu mal in die Vergangenheit geschaut. So wie auch in dieser Folge mal wieder. Ein Ziemlich kleiner weit Blick. zurück. Ziemlich weit zurück, aber ein sehr wichtiger Film. Das kann man, glaube ich, schon mal sagen. Der wurde auch schon häufiger, glaube ich, in diesem Podcast mal erwähnt. Ich hoffe, ich habe ihn zumindest ein paar Mal Du eingestreut. hast ihn schon ein paar Mal erwähnt, ja. Das ist richtig, ja. Aber Daraus schließe ich, endlich. dass du ein bisschen Fan bist, vielleicht. Ja, das ist vielleicht richtig. Ja. Und dadurch konnte ich ihn jetzt als Vorwand schon mal zumindest nutzen, dass wir ihn jetzt auch endlich mal drüber sprechen können, indem ich es so ein paar Mal immer im Hintergrund erwähnt habe. Es lohnt sich nämlich auch, den mal im Detail zu besprechen. Aber ihr könnt uns natürlich auch jederzeit selber Ideen schreiben. Wir kriegen das schon mit, dass in den Kommentaren auf YouTube zumindest das auch genutzt wird, um auch ein bisschen über unsere Folgen zu sprechen, auch um Anmerkungen, Kritik, als auch Vorschläge für weitere Filme. Wir hatten ja auch zuletzt den Jean-Claude Van Damme-Film Harte Ziele mal besprochen, der auch auf einen Kommentar zurückgeht. Also da seid ihr sehr, sehr gerne aktiv, wie gesagt, auf YouTube, aber auch auf anderen Social-Media-Plattformen sind wir ja unterwegs, als auch auf unserer Webseite filmmagazin.org. Exakt. Genug der Vorrede. Lass uns loslegen. Es geht um die Reifeprüfung, Originaltitel, bisschen anders, The Graduate. Ja, aber zumindest ähnlicher Zweck hat der Titel, glaube ich, könnte man sagen. Das stimmt. Also keine 1:1-Übersetzung, aber vom Sinn her hatte man versucht, dann was Ähnliches zu finden. Wobei man sagen muss, dass die Reifeprüfung heute zumindest in Deutschland, in Österreich weiß ich, glaube ich, gar nicht, ob man das noch regelmäßig so nennt. Das ist, glaube ich, das Abitur. Wir haben das nie so genannt. Ja, Aber das ist ja ist eigentlich ein ganz normaler Begriff. Aber bei uns hieß es einfach nicht so. das war, aber ich glaube, es ist fast schon, dass zumindest die Reifeprüfung, zumindest, da kann man schon mal den Einfluss des Films sehen, zumindest so als Wortschöpfung, durchaus mal so auch ein geflügeltes Wort geworden ist in Deutschland, dass man das auch gerne sagt, irgendwie, wenn jemand vor einem Abschluss steht, wenn man das ein bisschen umgangssprachlicher ausdrücken will. Jetzt nicht unbedingt Ja, Abitur, so aber das ist das für ist eine ihn, Reifeprüfung. Ja, das für ist den eine Politiker Reifeprüfung. ist das jetzt diese Reifeprüfung gewesen. Reifeprüfung, ja. Ne, das wird ja gerne mal benutzt, zumindest in Zeitungskommentaren oder so zum Beispiel. Das ist dann, würde ich mal sagen, auf diesen Film zurückzuführen. Ja, das kann gut sein. Er war nämlich ziemlich einflussreich, kommen wir gleich dazu. The Graduate, eben der Absolvent eigentlich, ne? Hätte man ihn vielleicht genauer übersetzen können. Ja, also ist auch angemessen, weil es geht um einen Absolventen, nämlich Korrekt. Dustin Hoffman. In jungen Jahren mit 30 Also ungefähr. ja, eigentlich gar nicht mehr ganz so jung. Eigentlich Ja. schon sind die 20er, ich glaube, er war da 29, 23, 30 Jahre alt, spielt aber einen 20, 21-Jährigen, also der kurz vor seinem 21. Geburtstag steht. Benjamin Baddock heißt der gute Mann. Und der kommt eben, hat gerade sein Studium, sein Bachelorstudiengang abgeschlossen, ist auch sportlich ganz gut unterwegs, ist da irgendwie so Taucher erfolgreich im College-Sport gewesen. Und er ist jetzt sozusagen nach seinem Bachelor-Abschluss erstmal nach Hause, nach Kalifornien zurückgekehrt zu seiner Familie. Und da kommt dann auch diese Szene, die wir kurz hier am Anfang schon ein bisschen angesprochen haben, dass eben also die ganze Familie ihm so auf die Schulter klopft, besonders sein Vater und auch irgendein Familienfreund ist es, glaube ich, oder der Onkel, der dann auch immer sagt, was und was, Benjamin, wenn, was machst du denn jetzt? Was ist denn jetzt los? Was machst du jetzt mit deinem Leben? Was kommt denn jetzt danach? Genau das. Und Benjamin ist halt so ein bisschen, keine Ahnung, was ich mit meinem Leben eigentlich anfangen will und was habe ich eigentlich die letzten Jahre gemacht? Wer bin ich eigentlich? Was wollen die anderen von mir? Ich bin erstmal ein bisschen Trübsal hier, wird hier geblasen. Er kann nichts wirklich mit sich anfangen. Man merkt von Anfang an, da ist eine große Melancholie in ihm drinne. Er ist so ein bisschen
im Nichts gefangen, gefühlt. Und dann kommt schon relativ schnell, kommt die berühmt-berüchtigte Mrs. Robinson, wird auf den Plan gerufen. Das ist nämlich eine Freundin der Familie, eine ältere Freundin, die wohl irgendwie auch eine Tochter hat, die in dem gleichen Alter ist wie Benjamin, auch eine verheiratete Frau ist. Und sie lädt eben den Benjamin sich zu Hause mehr oder weniger ein und sagt, oder zumindest unter dem Vorwort, kannst du mich nach Hause bringen? Denn ich komme so alleine nicht nach Hause und ich möchte irgendwie diese Familienfeier verlassen. Und dann kommt es eben ein zum anderen, dass man schnell merkt, dass diese Mrs. Robinson natürlich den Benjamin verführen möchte. Diese etwas ältere Dame, den jüngeren Jungspund. Darauf lässt sich Benjamin auch am Anfang des Films nicht wirklich darauf ein, ist sehr verwirrt. Dann aber schließlich doch, es kommt zu einer Affäre zwischen den beiden, die dann einige Sachen ins Rollen bringt. Aber letztlich geht es dann darum, ob Benjamin denn aus dieser zwanghaften Gesellschaft, aus dieser familiären Struktur ein bisschen ausbrechen kann, was dann dadurch ausgelöst wird, dass er hier diese Affäre angefangen hat. Weil irgendwann kommt natürlich auch die Tochter der Ehefrau ins Spiel, die natürlich dann auch eine Liebschaft von Benjamin wird. Elaine. Und vielleicht muss man auch noch dazu sagen, dass, also die sind ja, du hast schon gesagt, die sind Bekannte der Familie, aber ich glaube, ihr Mann ist ein relativ wichtiger Geschäftspartner irgendwie vom Vater von Benjamin. Und die kennen sich eigentlich schon ihr ganzes Leben. Also sie soll ihn schon kennen, seit er ein kleiner Junge ist im Prinzip und will ihn dann eben verführen. Man muss sagen, das Ganze, und da sind wir wieder bei dem Punkt, wo du sagst, er ist nicht mehr ganz jung, also Dustin Hoffman ist nicht mehr ganz jung. Es wirkt auch so ein bisschen mittelmäßig passend, finde ich. Also sein Gegenpart, also Mrs. Robinson sozusagen, ist Anne Bancroft und die war da zu dem Zeitpunkt, glaube ich, 37, also eigentlich nur irgendwie 7 Jahre älter als er. Ja. Er spielt aber, wie gesagt, einen deutlich jüngeren, also so wie die Figuren geschrieben sind, geht es auf von der Zeit her. Das, was man, wenn man sie sieht, beide im Zusammenspiel, wirkt es irgendwie so wie, wo ist das Problem? Ja. Also Problem, also sowieso, ob es ein Problem ist, müssen wir sowieso nochmal drüber reden. Aber welches Problem macht der Film jetzt auf, sozusagen? Ja. Also Dustin Hoffman sieht auch noch recht jung aus für seine 29, 30 Jahre, die er dort ist. Man kauft ihm schon ab so ein bisschen, aber so ein bisschen wirkt er auch eigentlich, ja gut, er könnte auch, wie gesagt, 30-Jährigen spielen. Ja. Also 100%ig passt es nicht drauf nicht. Es ist auch irgendwie auch legendenmäßig, wird es auch so erzählt, dass eigentlich das Studio auch jemand anderes haben wollte für die Rolle und dass man eben mehrere Leute hat vorsprechen lassen für den Benjamin. Aber sich dann einfach so überzeugt war von der Leistung von Dustin Hoffman, dass man sagt, okay, eigentlich passt es vom Alter her nicht ganz, er ist eigentlich zu alt schon dafür, dass man es trotzdem macht. Ich glaube, es war am Ende die richtige Entscheidung, wenn man sich anschaut, was für ein Film das geworden ist am Ende des Tages und was es auch für die Karriere von Dustin Hoffman bedeutet hat. Und allein natürlich, dass er nervöse Typen, weil das ist im Prinzip Benjamin natürlich hauptsächlich oder ein Großteil des Films oder vielleicht auch den gesamten Film über, das kann kaum jemand so gut spielen, wie Dustin Hoffman. Deswegen passt das, glaube ich, ziemlich gut, dass sie sich dann entschieden haben, okay, dann nehmen wir vielleicht auch den etwas Älteren, der aber dafür diese Rolle perfekt spielen kann. Kann man verstehen irgendwo, ja. wie das Ganze aufgelöst wird, weiß ich nicht. Also ehrlich genau, gesagt, ich glaube, das kann man spoilern, weil das Ende gehört ja auch zu einem der legendärsten Enden der Filmgeschichte. Fall. Also ich glaube, das ist niemand, den ich überrascht, dass das Ganze dass Elaine von der Hochzeit mehr oder weniger mitgerissen wird von Benjamin und beide dann im Auto oder in den Bus sitzen, sich quasi nochmal nach hinten blicken auf ihr altes Leben und dann nochmal sich erst glücklich angucken und dann irgendwann auch so ein bisschen sich fragen, hey, was haben wir eigentlich gerade gemacht und nochmal so ein bisschen überdenken, aber ohne, dass es angesprochen wird, indem nämlich dann einfach natürlich die Kamera rauszoomt und Sound of Silence als Song Hintergrund läuft. Das ist, glaube ich, auch eines der bekanntesten Enden der Filmgeschichte. Wirklich, deswegen, da gab es nichts zu spoilern. Ich glaube, weil die Story an auch die Grundgeschichte mit Mrs. Robinson auch, ich glaube, die kennt jeder. Auch so das Begriff Mrs. Robinson, weil es auch einen Song natürlich gibt von Simon und Garfunkel, die hier auch den Soundtrack liefern mit Mrs. Robinson, der auch extra für diesen Film geschrieben wurde, wenn mich nichts täuscht. Der auch erst für jemand anders geschrieben werden sollte, aber dann irgendwie auf den Film gemünzt wurde. Deswegen, also ich glaube, von der reinen Storystruktur her ist es selbst für jemanden, der noch nie diesen Film gesehen hat, sich gesagt hat, ich gucke mir noch keinen Film von 1967 an, das bin ich dir bescheuert. Was für altes Kamel ist das denn? Ich glaube, selbst diese Person hat schon mal irgendwas gehört, oder zumindest das Ende mal gesehen.
Ja, also ich habe mich auch ein bisschen gefragt, die gesamte Musik oder diese Musikpalette, die kommt ja von Simon & Garfunkel und da sind wirklich einige der bekanntesten Simon & Garfunkel Hits drauf, muss man einfach sagen. Also da ist halt, also Sound of Silence hast du schon angesprochen, Mrs. Robinson ist ganz klar, aber auch hier Scarborough Fair, den ich gar nicht mag, aber der tritt auch sehr im Vordergrund auf, ne? Der hat schon, dann spielt auch eine wichtige Rolle. Und so viele, also doch, die hatten schon noch ein paar andere, ne? So Bridge Over Troubled Water, Bright Eyes und so. Also die hatten nicht nur deswegen, aber das fand ich so spannend. Was bedingt sich davon, ne? Sucht man sich dann Musiker, die sehr bekannt sind und versucht von denen zu profitieren? Da ist es umgekehrt und kann man heute eigentlich auch finden. Also das ist auch nochmal so ein interessanter Punkt, wie man sich so popkulturell gegenseitig irgendwie hilft, so gegenseitig Produktionsleistungen macht, um sich gegenseitig zu pushen irgendwie. Fand ich sehr interessant, weil die Titel, die haben wir alle irgendwie im Ohr schon mal, die kennt man auf jeden Fall. Ja. Ja. Das war, glaube ich, dann auch in Deutschland, war der, glaube ich, kurz nachdem der Film rausgekommen ist, ist dann auch das der Sound of Silence auch nochmal, zumindest in Deutschland, also war vorher schon in den USA natürlich veröffentlicht worden, war da schon in der zweiten Fassung ist er dann erst richtig eingeschlagen, aber in Deutschland ist er dann, glaube ich, erst mit dem Film so richtig groß geworden. Also da kann man wirklich sagen, da hat man sich gegenseitig befruchtet. Ja. Okay. Du hast schon gesagt, du bist so ein bisschen, du magst den Film sehr gerne. Ja, du hast ja sowieso so einen Hang zu New Hollywood, oder? Das ist richtig. Was würdest du denn sagen, ist an dem Film nicht so gut gealtert? Um dich jetzt nicht ins Loben zu bringen sofort. Das ist okay, dann machen wir das erst später. Aber es gibt natürlich auf jeden Fall auch Schwächen, das ist ja auch klar, das ist mir jetzt auch, wo ich jetzt nochmal geschaut habe, auch nochmal aufgefallen, was ich schon als auch zum damaligen Zeitpunkt als stichiger Schwachpunkt, erzählerischen Schwachpunkt sehe, ist Elaine als Figur. Sie ist eben auch nur Mittel zum Zweck, weil an sich natürlich Benjamin und Mrs. Robinson, das sind die beiden Figuren und Benjamin natürlich da ganz als allererstes, die sich als Charaktere entwickeln können, die vorgestellt werden, die eine Geschichte haben, die das in Dialogen auserzählen dürfen. Elaine darf das alles nicht. Sie ist quasi wirklich nur Mittel zum Zweck für Benjamin und auch die Liebe zwischen den beiden ab der Hälfte des Films, wo das dann eine größere Rolle spielt, ist halt behauptet. Die siehst du nicht wirklich und wie sie sich ineinander verlieben. Das ist dann mehr, Benjamin bestimmt jetzt, dass wir uns verlieben. Und dann ist auch bei Elaine so. Aber es gibt wenig Grund, warum sie sich in ihn verlieben sollte. Und Liebe ist natürlich nicht logisch und kann auch manchmal, du bist auch manchmal in einen Scheißtypen verliebt. Da kann, glaube ich, jeder von ein Lied von singen. Aber das fühlt sich im Film bisschen komisch an, warum sie ihn denn dann immer wieder folgt, warum sie sich so entscheidet. Das wäre sicherlich, wenn man den Film nochmal drehen würde, wenn man auf diese wahnwitzige Idee käme, wäre das sicherlich ein Punkt, den man auf jeden Fall machen müsste. Gerade da, wenn man halt sieht bei Mrs. Robinson, wo es halt geht, wo man auch mit relativ wenig Dialogen sie sehr stark zeichnen kann als Charakter, das bei Elaine eben nicht zu machen. Besonders gibt es ja dann das fällt dann besonders auf dann in der Szene, wenn dann sozusagen erst das ein großer Streitpunkt war, die Beziehung auseinandergeht und Benjamin Elaine dann auch aufs College verfolgt, schon wirklich stalkermäßig da hinterher ist und Elaine im Glauben ist, dieser Typ hat meine Mutter vergewaltigt, weil das ist dann sozusagen, was Mrs. Robinson dann auch erzählt, erzählt und sie ist trotzdem ihm total wohlgesonnen am Ende ist und ihm das schnell verzeiht oder glaubt auch, dass das nicht passiert. Es ist ja auch nicht passiert, aber sie ist da relativ verständnisvoll dem Ganzen gegenüber und dann ist das schon wieder ganz vergessen. Das wirkt als ein bisschen merkwürdig. Man muss natürlich zumindest was der Film so in der Zwischenzeit erzählt, dass das irgendwie auch Kindheitsfreunde sind und deswegen sie sich wohl ganz schön lange kennen und dass halt auch die Beziehung zwischen Mrs. Robinson und Elaine nicht so gut ist, zwischen Mutter und Tochter und dass da wahrscheinlich sowas schon mal in der Vergangenheit schon mal passiert ist, dass quasi die Mutter der Tochter den Freund ausgespannt hat, mehr oder weniger, oder da irgendwie Finger im Spiel hatte, dass da das vielleicht auch ein bisschen Hintergrund spielt, dass dann eben Elaine relativ schnell auch glaubt, okay, meine Mutter hat mir wieder Scheiße erzählt. Kann natürlich sein, das ist jetzt sehr wohlwollend interpretiert. Aber Elaine als Figur, muss ich sagen, das hätte der Film auch nicht nötig, der hätte sich ein bisschen mehr ausbauen können. Da ist der Film auch, der sonst ja zackig erzählt ist und auch viele Sachen mit vielen symbolhafter Bildsprache das sehr gut erzählen kann, aber bei Elaine ist es leider ein bisschen versagt, was das angeht.
Ja, ich glaube, das ist einfach so, man hat da für die 60er wahrscheinlich so normale bestimmte Punkte oder Erzählmuster gewählt, die üblich waren vielleicht auch, und hat dann das damit erzählt einfach. Die sind heute halt zu Recht auch ein bisschen in die Jahre gekommen. Aber ja, wäre auch tatsächlich der Endpunkt oder der wichtigste Punkt, den ich zu kritisieren gehabt, weil du hast die Bildsprache angesprochen, da kann man ja wirklich sagen, klar, immer wenn man über Filme irgendwie aus den 60ern spricht, man hat es dann schon später auch nochmal gesehen irgendwo, aber halt eben auch, weil solche Filme oftmals dann auch sehr einflussreich waren. Also er hat wirklich schon, was die Bildsprache angeht, sind tolle Sachen dabei. Ne? Allein der Pool, der eine wichtige Rolle spielt, ne? Das erstmal das sich treiben lassen irgendwie, wo er dann irgendwie auf der Luftmatratze vor sich hin döst, das wird ja auch mehrfach aufgemacht, aber auch wenn er dann unter Wasser ist, ne, dieses Unterwasser, dieser Druck, aber auch auf der anderen Seite auch dieses sich verstecken, dass man kaum was von der Außenwelt hört und jemand, der einen anbrüllt, der kommt nur ganz diesig durch, das ist schon gut, und davon hat der Film ja einiges. Ja, absolut. Also man kann auch sagen, dass direkt das die erste legendäre Szene nach 20, 30 Sekunden kommt, nachdem der Film gestartet ist, im Flughafen, Dustin Hoffman, der quasi an so einem, diesem Laufband, diesem, heißt das Laufband im Flughafen? Also diese Rolltreppe, die quasi aber keine Treppe ist. Das Gepäcklaufband. Also das war nicht nur Gepäck, ihr kennt aber das. Menschlaufenband. Eigentlich ist das nur da, damit man cool schnell laufen kann. Korrekt. So. Und da ist halt Dustin Hoffman auf dieser Bahn und lässt sich so ein bisschen treiben, guckt in die Gegend herum, währenddessen laufen die Credits und das erste Mal Sound of Silence, auch eine legendäre Szene, weil schon direkt die Grundstimmung natürlich erklärt wird, auch der Charakter wird eigentlich schon vorgestellt, ohne dass es ein Wort fällt oder halt bloß die Musik im Hintergrund läuft, die hat er dann zum Beispiel auch in Tarantino hat das mal in Jackie Brown 1:1 kopiert, diesen Anfang, und ist, glaube ich, auch sonst häufiger mal Verwendung gefunden. Aber allein wie da Dustin Hoffman sich schon umguckt, wie er halt so, er ist sich total unsicher, er hört hier irgendwie nicht hin, was machen eigentlich diese ganzen anderen Erwachsenen, wie verhalte ich mich dagegen, mit so ganz vielen kleinen Blicken macht er das schon, allein das ist schon eine ganz, ganz große Leistung, das setzt sich dann auch fort. Ich glaube, direkt die Szene, die danach kommt, ist eher dann, wie er vor seinem Aquarium sitzt, wo man dann eben so groß im Fokus hat und hinter ihm dann halt dieses riesige Aquarium, wo auch das Aquarium so symbolhaft, dafür wirkt erst so dieser Fisch so ein bisschen im Aquarium, der so gefangen ist, der möchte eigentlich auf den Ozean hinaus vielleicht so ein bisschen in die Gesellschaft, aber die Konventionen halten ihn so fest, also könnte man das zumindest deuten. Es ist ja dann auch so, wo Mrs. Robinson ihnen dann sagt, hier bitte fahr mich nach Hause, da schmeißt sie ja den Schlüssel ins Aquarium aus Versehen, weil sie ihn da so rüberschmeißt, er greift ins Aquarium, um Schlüssel zu holen, und das ist quasi schon der erste Fish-out-of-water-Moment, das erste Mal, wo dann der Hauptcharakter sozusagen aus seinem alltäglichen Leben hinausgezogen wird, weil Mrs. Robinson sozusagen ihm eröffnet, es gibt noch ein Leben außerhalb des konventionellen Amerikas, des konservativen Großfamilienseins, du kannst auch mit mir eine Beziehung anfangen, so ist es ja symbolhaft schon, er wird aus diesem Aquarium gezogen. Der Film hat außerdem hat auch so zwischenmenschlich noch ein paar tolle Szenen und ein paar tolle Ideen auch, ne? Zum Beispiel, wo es ihm dann irgendwann zu viel wird, weil er merkt, also mit Mrs. Robinson, sondern weil er merkt, okay, wir haben ja eigentlich nur Sex miteinander, wir reden ja gar nicht so, weil ihr geht's auch nicht darum. Und also es ist so nach dem Motto, ja, was soll ich denn mit dir reden? Wir sind doch für was ganz anderes hier. Und er fängt an zu reden und sie lässt sich drauf rein, und das ist aber alle einen so ein bisschen zumindest und blockt ihn aber trotzdem ab, ne? Fragt, ja, lass uns über Kunst reden. Ja, von Kunst habe ich keine Ahnung. Er fragt irgendwie, und was hast du studiert? Ja, Kunst. Mhm. So, auch so, und diese Szene dreht sich dann total. Und als er dann merkt, okay, jetzt lässt sich ein, okay, das ist aber Familienzerrung, dann geht er wieder zurück und am Ende haben sie dann wieder Sex miteinander, weil sie beide sehen, ja, okay, das mit dem Reden hat nicht funktioniert. Und ja, das ist, glaube ich, auch für ihn auch so ein Schlüsselmoment, wo er merkt, okay, das ist es jetzt nicht. Genauso aber auch, wo er mit Elaine dann ausgeht. Er verspricht ihr ja, er muss Mrs. Robinson versprechen, dass er mit Elaine nichts anfängt, dass er sich ganz furchtbar benimmt. Dann benimmt er sich ganz furchtbar und Elaine kriegt das auch mit. Auch wieder so ein komischer Moment, ne, wo er sie dann einfach, dass er sie dann einfach küsst und dann ist alles okay. Ja. Auch wieder so ein komischer Punkt. Aber das ist trotzdem irgendwie cool, weil sie verstehen sich dann ja immer besser, und auch diese Szenen, die er mit Elaine hat, werden dann irgendwie immer
immer bedeutungsvoller. Und auch die eine, wo sie dann in dem Hotel sind, wo er sich immer mit ihrer Mutter trifft. Und er hat ja selber vorgeschlagen, dahin zu gehen, weil es für ihn gefühlt, glaube ich, so eine Art sicherer Ort ist, weil er sich da immer verstecken konnte, ne, vor seinen Eltern, vor den Konventionen, und weil er dort sich ausleben konnte, eben mit seiner viel älteren Freundin. Und dann lädt er seine neue Freundin da ein und sagt er aber, also weil er dort die Bar halt kennt, und sagt, ja, komm, wir trinken da noch was. Und sagt aber, nee, ich war hier noch nie. Weil es wäre auch komisch in einem Hotel, und dann begrüßen ihn da aber, hey, Mr., Gladstone. Mr. Gladstone, den er sich sozusagen als Decknamen gegeben, hey, Mr. Gladstone, schön, dass Sie wieder hier sind, Mr. Gladstone. Alle grüßen ihn, sind mehr du mit ihm, und er so, okay, was ist hier eigentlich los? Ist auch so eine ganz bekannte Szene. Also da hat er auch so ein Gespür für Momente, ne? Ja, absolut. Also man muss auch sagen, wenn der Film lustig sein will oder humorvoll sein will, dann schafft er das ganz, ganz toll, auch mit so vielen kleinen Bewegungen, gerade das in Hoffnung, der natürlich hier dann das Großteil des Humors dann halt ausmacht, weil er ja halt so ein, heute würde man sagen, cringigen Typen spielt, der halt selber so sich in seiner eigenen Haut sehr, sehr unwohl fühlt. Halt ein Großteil auch des Films wandelt sich dann ab der zweiten Hälfte so ein kleines bisschen, aber halt auch die erste Szene, wo das erste Mal in dem Hotel ist und einfach ein Zimmer buchen soll und das absolut nicht hinbekommt, weil er denkt, ja, ich habe quasi jetzt eine Affäre jetzt an. Ja. Oh mein Gott, was muss ich jetzt tun? Und jeder, der so ein bisschen soziale Phobie hat, der kann das auch so nachfühlen, weil zum Beispiel da sagt er, der geht an die Kasse, also an die Rezeption, zu dem Rezeptionisten als erstes hin, und der fragt ihn so, ah ja, was wollen Sie denn hier? Druckst rum, ah ja, Sie gehören bestimmt hier zu der Feier da drüben, dann müssen Sie da hingehen. Und dann ist er aber zu aufgeregt und zu kleinlaut, um zu sagen, nee, ich gehöre nicht zur Feier, ich will einfach nur ein Zimmer, sondern sie sagt, ah, ja, okay, grüßt und geht zu der Feier, und dann gibt's dann diesen weirden Moment, wo er erstmal begrüßt wird von, ach, Sie müssen das sein, ja, Sie müssen der und der sein, ja, und sie begrüßen ihn, sind alle nett, so wie man halt, ne, so aufgesetzt, freundlich lerne, jemanden neuen kennen, der offenbar zu jemandem gehört, den ich kenne, und dann sagst du, ja, ich gehöre eigentlich gar nicht dazu, Tschüss, schönen Abend noch. Also super kleine, aber super unangenehme Szene. Wirklich ganz auch dann das erste Mal, wo sie Sex haben miteinander. Auch bis es dahin kommt, ne, wie halt dann Benjamin erst total am Verzweifeln ist, weil er halt auch nichts mit seinem irgendwie Körper anfangen kann. Wie er der erste Kuss zwischen den beiden auch ganz toll, weil da erstmal Mrs. Robinson gerade die ja cool am Zigaretten raucht. Rauchen ist. Also niemand sah jemals schöner aus beim Zigarettenrauchen als hier Mrs. Robinson. Und dann Benjamin versucht zu küssen, aber sie hat noch angefangen zu rauchen und quasi das noch so in sich halten muss, den Rauch. Und dann das so ausstößt und alle müssen husten. Es ist alles mega cringy. Aber es ist eine ganz, ganz tolle Szene, wirklich, die heute noch total komisch ist, die ich mir auch, glaube ich, jetzt zum 6. oder 7. Mal angeschaut habe und die immer noch sehr, sehr lustig finde. Das ist wirklich toll. Wie gesagt, das ist dann wirklich diese Unsicherheit, die hier da ausgelöst wird, weil Benjamin irgendwie verloren ist in dieser viel zu großen Welt. Und das ist, glaube ich, auch, was man dem Film auch nicht hoch genug anrechnen kann, dass es das 1967 erschienen ist, noch zu einem Zeitpunkt, wo viele, viele Filme noch ein sehr alltägliche oder Familien und Zustände und Status Quo gezeigt haben, der so eine die heile amerikanische Welt, gerade Familien ist auch bis heute so ein Ding, das ist häufig in vielen amerikanischen Filmen ist so das Nonplusultra, die sind halt Geborgenheit, Wohlfühlort, und da dann einen Film zu machen in so einer Zeit, der halt mal andere Fragen stellt, der hat eben auch gezeigt, na, Familien sind irgendwie auch, das sind Ansprüche, die du da bekommst, und du fühlst dich nur, weil du jetzt in dem Fall, ne, sehr wohlhabend, sehr reich und fehlt der Familie und Benjamin fehlt an nichts. Ja. Toller Körper, toller Abschluss und so. Aber trotzdem ist er unglücklich, dass er diese Verlorenheit an dieser Gesellschaft darstellt und da halt auch andere Lebensentwürfe zeigt und eben nicht nur Benjamin zeigt, der unglücklich ist in dieser Gesellschaft, sondern auch Mrs. Robinson, die natürlich auch erklärt, dass sie einfach jemanden geheiratet hat, den sie nicht liebt, einfach nur geheiratet hat, weil sie schwanger wurde und deswegen ihr die Gesellschaft aufgedruckst hat, ja, jetzt musst du eben auch heiraten, wenn du schwanger wirst, als Frau, als junge Frau hast du zu heiraten, und auch Benjamin muss bald heiraten und auch Elaine muss bald heiraten, so ist das, so macht man das, und das ist da schon so früh, noch vor 1968, das ist ja besonders so ein Jahr, was dann sozusagen, wo zumindest auch hier in Deutschland sehr groß dann die Elterngeneration von den Kindern und Jugendlichen hinterfragt wurde, was habt ihr dort eigentlich gemacht? In den USA ist es ja schon ein bisschen früher gestartet, aber dann später in den 70ern, wo es ja dann erst richtig, richtig groß war, haben wir auch schon mehrmals besprochen, dann eben mit New Hollywood, wo dann eben die gesellschaftlichen
Fragen groß aufgeworfen wurde, gefragt wurde, war dann so, was wir bisher gemacht haben, ist das richtig so? Sind die Kriege, die wir angefangen haben, ist das so alles richtig so? Und gibt es neben zwei Kindern, Vater, Mutter eigentlich noch was anderes? Und was, wenn man das eben nicht nacheifert, wenn das nicht klappt, wenn man ein anderer Typ ist, der vielleicht keine Familie haben möchte, was ist dann eigentlich? Das haben sich Filme vorher nicht so gefragt, haben sich diese Frage nicht so gestellt. Und die Reifeprüfung ist eben einer der ganz, ganz allerersten Filme, die ganz prominent und auch mit sehr großem Erfolg, hat damals auch viel Geld eingesprochen, viele Preise gewonnen, das eben mal so auf die Bühne, auf die große Bühne bringt, auch eben auch mit ganz vielen, wie wir schon besprochen haben, ganz tollen Szenen, das Ganze näher bringt, dass das schon außergewöhnlich ist. Und da wirklich ein ganz großer Wegbereiter für alle Filme. Ich glaube auch tatsächlich, würde ich sagen, dass auch so alle Coming-of-Age-Filme, so College-Filme oder Highschool-Filme, die so mit Jugendlichen spielen, die nicht so mit sich anzufangen wissen, wo dann traurige, melodische Rockmusik oder Popmusik drüber läuft, dann übers Handy, haben was alle bei der Reifeprüfung geklaut am Ende. Also gut, dass sie dort geklaut haben. Es ist ein sehr guter Ort, um zu klauen. Aber auch dafür war, glaube ich, Reifeprüfung ein total wichtiger Film, um dieses melancholische Gefühl eines Heranwachsenden zu sagen, irgendwie weiß ich, wer bin ich eigentlich, was will ich eigentlich von diesem Leben? Ja, er schafft es auch, ich sag mal, die Figuren, die er so inszenieren will, ne, oder die er erzählen will, um die er sich sozusagen Mühe gibt, die schafft er auch dann durch so Kleinigkeiten, ne, und durch so kleine Eindrücke auch, die zu erzählen. Da würde ich jetzt Elaine nämlich mal rausnehmen, weil ich glaube, Elaine ist dem Film wirklich nur Mittel zum Zweck, aber die anderen eben, ne, die Mrs. Robinson durch ihre Haltung auch, ne, und durch ihre Taten und durch so, wie sie auch im Bild platziert wird, ist natürlich, sagt natürlich viel aus. Aber eben auch ihr Mann sagt auch viel aus über, wie er so drauf ist, ne. Er ist der typische, er sei mal reichere, Typ, der auch gar nicht so richtig zuhört, ne. Also, das merkt man einfach immer. Er fragt jedes Mal, wenn, ich glaube, zwei oder dreimal kommt es im Film vor, fragt Bourbon er, oder Scotch? Ben, Bourbon oder Scotch. Und Ben sagt jedes Mal Bourbon und er schenkt ihm aber trotzdem einfach einen Scotch ein. So ist ihm scheißegal. Es ist ihm scheißegal, er merkt sich's auch nicht, er macht es einfach, weil er so, bumm. Und halt durch solche Kleinigkeiten erzählt er das halt auch, ne? Aber ja, das ist schon beeindruckend. Und ja, was Coming of Age angeht, kann man sich da auf jeden Fall eine Menge immer noch abschauen, immer noch lernen, wenn man dann vielleicht auch neuere, ich sag mal, Tropen für andere Seiten erzählt. Aber wie gesagt, ne, wir schauen ja jetzt auch über 50 Jahre in die Vergangenheit. Über 50 Jahre in die Vergangenheit. Da hat sich ja auch einiges getan und dafür hält er aber auch noch gut stand. Also absolut. Übrigens auch hält auch gut stand, ne? Wohl, ich habe gelesen, dass es wohl die erste professionelle Produktplatzierung in dem Film gab, weil wir in unserer Kritik und unserem Rant über Madame Web auch über Produktplatzierung gesprochen haben. Also der Alfa Romeo 1600 Duetto Spider wurde dort ziemlich exzessiv gezeigt, ne? Also das ist das Auto, in dem Ben durch die Gegend fährt und das ihm da gute Dienste leistet, ein Cabrio. Und er wird auch, glaube ich, an vielen Orten noch Graduate Spider genannt, einfach aus dem Grund. Okay, gut. Dann ist sogar da filmhistorisch von Interesse oder von großer, da kann man noch mal was nachschauen. Aber ich würde auch sagen, das ist ein Film, der altert kaum, der wird auch, glaube ich, auch in 30 Jahren, kannst du dir den noch anschauen? Wie gesagt, ein paar muss man sich dran gewöhnen, aber man muss halt eben auch sagen, das zeigt ja eben diese 60er-Jahre-Gesellschaft, wo eben auch Familien, wie die gezeichnet wurden, eben noch oder auch einen ganz anderen Stellenwert hatten. Das kann man absolut eben nicht mit heute vergleichen. Deswegen ist es ja auch interessant zu sehen, wie war das damals. Aber trotzdem sind ja diese Themen, die er anspricht, sind absolut zeitlos. Und da ist es ja dann auch gar nicht so, glaube ich, von Belang, dass er dann halt wirklich so eine alte Gesellschaft irgendwie zeigt, wo du denkst, okay, so hat halt meine Oma, weißt du, die könnte daraus vielleicht was draus ziehen, weil die kennt das noch mit diesen Großfamilien, wo man da zu irgendwelchen Riesenfeiern gegangen ist, wo einem alle ganzen Onkel gefragt haben, was ist jetzt eigentlich? Aber so ist es ja nicht. Das ist ja wirklich so ein Thema, was, glaube ich, auch immer aktuell sein wird und weil es halt dieses Grundgefühl wunderbar erzählen kann und eben wirklich unbequeme Fragen stellt. Da finde ich ja auch, dass das, was ganz kurz vorm Ende passiert, auch nochmal super interessant und auch nochmal super mutig, dass eben in der Szene, wo dann eben in Elaine eigentlich jemand anderes heiraten soll, dann eben Ben da angestürmt kommt und dann nochmal kurz Mrs. Robinson zu Elaine geht und die aufhalten will, dass sie eben nicht mit Benjamin wegrennt und sie sagt, es ist zu spät.
Und sagt Mr. Robinson zu Elaine. Und Elaine sagt, für mich noch nicht. Das ist auch das, ne, du musst nichts weiter dazu erzählen. Das erzählt eine ganze Geschichte, diese zwei kleinen Sätze. Weil natürlich hier nochmal Bezug genommen wird dazu, dass eben für Miss Robinson, die sich dann für die noch zu früh geboren ist, dass sie eben in dieser Gesellschaft noch groß geworden ist, dass sie nicht entfliehen konnte oder damals nicht den Mut hatte oder aus welchen anderen Gründen auch immer, aber Elaine eben noch fliehen kann, dass sie noch diese alte Gesellschaft noch Lebewohl sagt und dass dann eben auch Benjamin dann auch sozusagen mit einem Kreuz, mit einem katholischen Kreuz sozusagen, die sich greift von dieser Hochzeitsfeier und damit die ganzen Hochzeitsgäste abwehrt, dass die quasi abhauen können und dann quasi die Gäste in dieser Kirche einsperrt mit diesem Kreuz. Also auch von symbolhafter, ne, Ehre, dass man hier sagt, dass auch das Christentum hier natürlich auch ein großer Baustein war, wie diese Gesellschaft funktioniert hat und wie große Bedeutung halt Religion auch hatte, wie halt eben jemand zu sein hat, wann er zu heiraten hat, wann er seinen Job anfängt, dass man eben nicht 2 Jahre lang malocht, sondern natürlich immer arbeitet. Und dass hier das nochmal symbolhaft gemacht wird, dass er wirklich hier die alte Gesellschaft hinter sich gelassen hat. Die Kirche als Gefängnis auch so ein Stück weit. Ja, wirklich Kirche als Gefängnis, das 1967 zu machen. Also auch ein Wunder, dass das kein Skandalfilm geworden ist, wenn man so will. Ich weiß gar nicht, wie damals die Kirchenvertreter auf diesen Film reagiert haben. Vielleicht haben sie es auch gar nicht so mitbekommen, weil das ganz am Ende des Films passiert und auch man im Vordergrund halt um was anderes geht, aber allein diese Szene finde ich schon bemerkenswert. Dass das so reingekommen ist. Deswegen, also muss man wirklich sagen, ein sehr wegweisender Film. Ja, auf jeden Fall. Gut, also kann man sagen, glaube ich, Schauempfehlung, ne? Absolut. Hast du denn irgendeine Lieblingsszene eigentlich? Du hast den jetzt zum ersten Mal gesehen, oder Lukas? Ja, ich habe den tatsächlich zum ersten Mal gesehen und ich glaube, ich habe auch schon die meisten Szenen erwähnt. Also ich fand wirklich so, diese beiden, die ich erwähnt habe, ne, einmal, wo sie versuchen, mal zu reden und diese, wo, einfach weil sie so humorvoll ist, wo er in die Hotellobby wieder reingeht, die haben mir schon, die beiden haben mir schon am besten gefallen, auf jeden Fall. Das auf jeden Fall. Also ich finde auch noch ganz toll die Szene, wo halt dann rauskommt, dass wer Mrs. Robinson, wo dann Elena quasi erfährt, dass Ben eine Affäre mit Mrs. Robinson hat, dass dann auch dann an so einem stürmischen Tag irgendwie passiert, beide rennen irgendwie klitschnass in das Kinderzimmer von Elaine und bei Benjamin will's jetzt Elaine gestehen, was passiert ist und er sagt halt, ja, weißt du noch damals die Frau, von der ich dir erzählt habe, mit der Affäre hatte, wer ist es denn dann? Und im Hintergrund, unscharf, sieht man schon, dass Mrs. Robinson halt vortritt, Elaine guckt nach hinten, sieht ihre Mutter, Elaine guckt Benjamin an, du hast noch diese Unschärfe, langsam wird diese Unschärfe klar, das heißt auch für Elaine wird's klar, was hier passiert ist und dann hast du auch ohne Dialog, komplett mit einer Unschärfe der Kamera alles erklärt. Filme, die man nicht als Hörspiel hören kann. Kann man nicht hören und das ist dann auch, wo ich mir denke, ne, das war der zweite Film von Mike Nichols, der dafür auch völlig zu Recht den Regie-Oscar bekommen hat, aber da denke ich mir auch, der war da auch irgendwie 30, 31 Jahre alt, so einen einflussreichen Film zu machen, das finde ich irgendwie auch Wahnsinn, irgendwie mit dem zweiten Film, den man macht, da so ein Schwarze trifft, solche ganz einfachen bildsprachlichen Ideen hat, um Geschichten zu erzählen. Auch der Wahnsinn. Das ist auch immer so. Ich meine, er ist, glaube ich, auch die anderen. Er hat ein paar gute Filme gemacht, Mike Nichols, aber so gut wie mit der Reifeprüfung ist er dann auch nicht mehr gewesen. Ja, oder zumindest so richtungsweisend. Ne? Oder Richtung, aber das ist auch, glaube ich. Also, schwierig. Absolut schwierig. Wie macht man einen richtungsweisenden Film? Ja. Da sind ja auch andere Faktoren. Das ist ja natürlich auch nicht nur er gewesen, sondern auch tolles Drehbuch, tolle Schauspieler. Deswegen ist natürlich noch mehreres hinzugekommen. Richtige Zeit. Und irgendwie auch der Wille gewesen von einem Studio, das zu finanzieren, diesen sehr ungewöhnlichen Film zu dieser Zeit, weil halt natürlich auch eine ältere Frau, die über, weiß nicht, 25 ist, die auch sexuelle Begierden hat. Wow! Ja. Also, was ist denn da los? Ja. Das war, gab's in früheren Filmen auch nicht unbedingt so selbstverständlich. Deswegen, also allein für alle Leute, die damals zum Filmhistorisch interessiert, aber ich würde sogar sagen, Leute, die einfach einen schönen romantischen Film sehen wollen, auch eine absolute Empfehlung. Und für auch alle, die Coming-of-Age-Filme sehr, sehr lieben, auf jeden Fall mal reinschauen. Ihr habt auf jeden Fall was verpasst, wenn ihr den noch nicht gesehen habt. Es ist tatsächlich nicht umsonst ein großer Klassiker. Hier absolut zu Recht, hat alle Vorschusslorbeeren, glaube ich, verdient. Deswegen große, große Schauempfehlung. Ganz genau. Gut, damit haben wir die Reifeprüfung besprochen. Sehr schön. Wir sind dann nächste Woche wieder für euch da. Wieder mit was Schönem. Könnte sein. Na, es ist was Schönes. Und das kommt... Ich weiß kann gar nicht, auch sein, dass das was Ekliges wird. Oder, was Ekliges. Aber auf jeden Fall was Aktuelleres. So. Ach, das stimmt. Höchstwahrscheinlich. Oder wir machen
Ah, nee, das kommt vielleicht auch noch später. Ich kann noch weiter zurückgehen. Irgendwas wird kommen. Lasst euch überraschen. Also bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao. Ciao.